Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Online-Gottesdienst am diesjährigen Karfreitag. Wir freuen uns mega, so zusammen zu feiern. Es ist ein bisschen anders, als wir uns gewohnt sind, aber wir sind gespannt darauf und glauben, dass Gott nahe ist, auch gerade an diesem Morgen bei uns allen in der Stube oder wo wir dann auch sind. Wir möchten gerne in einem ersten Teil zusammen als Gemeindefamilie den Karfreitag feiern. Und dort werden auch Kinder dabei sein. Wir werden etwas von Matthias und Michaela hören. Wir möchten dann gemeinsam zusammen das Abendmahl nehmen und das zusammen auch feiern als Familie, Gemeindefamilie. Nehmt euch dort auch wirklich Zeit. Ich möchte euch dazu ermutigen, dass ihr zwischendurch auf Pause drückt und euch einfach die Zeit nehmt, die ihr braucht. Anschliessend folgt dann noch eine Predigt, die dann vielleicht ein bisschen mehr für die Erwachsenen ausgerichtet ist. Mit dem Cedric, da freuen wir uns auch sehr, sehr drauf. Und wie das ihr heute an diesem Morgen den Karfreitag feiert oder das Abendmahl zusammen einnehmt, würden wir mega gerne sehen. Darum macht doch ein Selfie oder irgendein Foto und schickt es an die eingeblendete Adresse. Ich möchte am Anfang von diesem Gottesdienst noch kurz beten. Vater, ich danke dir, dass du Immanuel bist, Gott mit uns. Und danke dir, dass du mit uns allen bist, dort, wo wir sind, in den Stuben, wo auch immer in dieser Gruppe. Ich danke dir, dass du nahe bist, dass du redest heute an diesem Morgen und dass wir das Werk am Kreuz wie neu dürfen entdecken und dass das zu unseren Herzen darf reden. Vater, wir laden dich ein, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und lieben und ehren deinen Namen. Amen. Also Kinder, macht euch bereit. Wir legen los mit Matthias und Michaela. Herzlich willkommen, liebe Promised Land Kinder. Schon so lange haben wir nicht mehr zusammen Promised Land gefeiert. Matti und ich, wir freuen uns, wenn wir wieder uns treffen, unten im Promised Land. Heute ist Karfreitag, an diesem Tag ist Jesus am Kreuz gestorben. Um uns an das Ereignis zu erinnern, feiern wir zusammen das Abendmahl. Einige von euch haben sicher heute Morgen schon die Geschichte gehört von Jesus, seinen Jüngern und dem letzten Abendmahl, das sie zusammen hatten. Und einige von euch haben vielleicht ein Brot gebacken als Vorbereitung und das Kreuz zusammengebastelt. Bevor wir jetzt alle zusammen das Abendmahl einnehmen, fassen Michaela und ich euch nochmal das Kreuz zusammenfassen. Wir dürfen uns freuen an unserem Leben. Wir dürfen uns freuen an unserer Familie, an unseren Freunden und wir sollen uns freuen über unseren Glauben an Jesus. Wir als Christen sollen nicht alleine leben, darum das Bild. Es soll uns daran erinnern, dass wir Gemeinschaft haben mit anderen Christen. Und das Bild vom Hirten auf der anderen Seite des Kreuzes soll uns daran erinnern an unsere Liebe von Jesus an uns. Er schaut zu uns, wie ein Hirte zu seinen Schafen schaut. Die Israeliten, die haben das Abendmahl gefeiert, weil sie sich erinnert haben an Auszug aus Ägypten. Gott hat sie aus der Sklaverei raus in die Freiheit geführt. Und wir erinnern uns und feiern unsere Freiheit. Weil Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, weil er unsere Fehler, unser Versagen auf sich hat genommen, sind wir frei von unseren Sünden. Und jetzt haben wir da das ganze Kreuz, das dafür steht, für den Tod von Jesus. Für dich und für mich. Und darum hat das Abendmahl etwas ganz Persönliches mit dir zu tun. Und darum frage ich dich, bist du bereit für das Abendmahl? Dann hol jetzt dein selber backene Brot und dann bereiten wir uns vor, um zusammen das Abendmahl einzunehmen. Merci vielmals, Michaela, Matthias, für die Einführung ins Abendmahl. Guten Morgen miteinander. Jessica und ich, wir freuen uns ganz fest, mit euch zusammen Abendmahl zu feiern. Ist zwar etwas Besonderes, wir sind alle in den Wohnungen, in den Stuben verteilt, aber im Geist sind wir verbunden. Karfreitag ohne Abendmahl, das gibt es doch gar nicht. Und in dem Sinn, herzlich willkommen für eine bedeutsame Abendmahlsfeier. Und bevor wir loslegen, lasst uns doch alles parat machen. Viele von euch haben vielleicht ein Brot gebacken oder eins gekauft oder Wein und Traubensaft da. Dann macht es parat und dann starten wir dann gemeinsam.
Und weil unser Gottesdienst nicht ein Live-Gottesdienst ist, ihr könnt jederzeit Pause drücken, wenn ihr einfach Zeit braucht, persönlich, als Familie, um miteinander die Zeit zu nehmen, die es eben braucht. Und so sind wir eingeladen an den Tisch der Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater. Und so sind alle eingeladen, ob Einzelperson, Familie oder der Schuss in der Konstellation feiert, ihr seid eingeladen an den Tisch der Gemeinschaft. Und der Ort am Tisch, wenn wir zusammen essen, ist oft auch ein Ort, wo wir mit den vertrauten Menschen, mit unseren Liebsten zusammen sind. Und genau in diesem Rahmen ruft uns Gott heute am Morgen. Jesus hat sich danach gesehnt, mit seinen Schülern, mit seinen Freunden zusammen zu sein. Eben der Tisch der Geborgenheit, wie du gesagt hast. Ich möchte uns, bevor wir Brot brechen und den Kelch zu uns nehmen, ich möchte uns einladen, Kerzen anzünden. Kerzen gibt so ein warmes Licht. Und manchmal ist es ja so, dass sich unsere Beziehungen auch verdunkeln können. Wir haben vielleicht als Familie auch eine schwierige, intensive Zeit gehabt. Und wenn ihr Kerzen anzündet, schaut doch einander in die Augen. Besprechen das, vergebt einander vielleicht auch, wenn es notwendig ist, damit nichts Dunkles in unseren Beziehungen ist. Jesus hat das möglich gemacht, durch seine Vergebung, dass wir auch einander vergeben können. Und so hat Jesus das Brot genommen. Er hat es gebrochen und hat seinen Freunden verteilt und hat gesagt, das ist mein Leib, das ihr davon essen sollt. Und genau das soll uns erinnern an das, was Jesus hat da, dass er sein Leben gelassen hat für uns. Das soll uns erinnern an die vollkommene Liebe, die Gott uns schenkt, immer wieder neu. Und das ist die Liebe, die uns wirklich sättigt, die uns nährt durch unser ganzes Leben durch. Und so, Vater, danke dir für das Brot. Ich danke dir für die Liebe, die du gegeben hast für uns. Und ich bitte dich, Herr, dass du heute an diesem Morgen uns begegnest, unseren Herzen ganz tief, dass du uns erfüllst mit dieser Liebe und wir einfach auf dich dürfen schauen, Jesus. Wir danken dir für das, was du hast vollbracht an diesem Kreuz vor mehr als 2000 Jahren. Und wir ehren deinen Namen, Jesus. Amen. Amen. Und dann hat Jesus den Kelch genommen, hat Dankesgebet gesprochen und hat er dann auch gesagt, schaut, das ist der Kelch von etwas ganz Neuem, von einem neuen Bund. Er hat es durch sein Leben, durch sein Blut möglich gemacht, dass wir in Gott einen Abba-Vater haben. Und darum ist das ein Familientisch, wo wir zusammen sind. Ich möchte beten. Jesus, jetzt werden dann ganz viele in ihren Stuben, in ihren Wohnungen als Familie oder ganz persönlich allein aus dem Kelch trinken. Und ich bin froh, dass du jedem Einzelnen den Kelch reichst. Es ist deine Liebe, die all das möglich gemacht hat. Bist du einfach präsent? Danke vielmals. Amen. Und jetzt möchte ich euch einladen. Drückt nachher den Pause, tünt miteinander Kerzen anzünden, schauen einander in die Augen, ist alles in Ordnung? Sollen wir noch etwas ansprechen? Tun das Brot brechen, wie es Jessica gesagt hat. Trinket aus dem Kelch und lasst euch einfach an dem Familientisch von Gott selber dienen. Wichtig, denkt es mir, gebt einander das Brot und den Kelch. Und wenn du allein daheim bist, ich sprich's dir zu, auch wenn du es nimmst, es ist Jesus, der dir sein Lebensbrot und sein Lebenswasser schenkt. Amen. Ich hoffe, dass ihr das Abendmahl feiern zusammen als wertvoll erlebt habt. Und so wollen wir jetzt weitergehen. Und bevor das Predigt kommt, werden wir noch ein Lied hören. Liebe Kinder, ihr kennt das sicher auch. Singen kräftig mit. Und nachher folgt dann eine Predigt von Cedric, die vielleicht ein bisschen mehr für die Erwachsenen ausgerichtet ist. Aber auch ihr Kinder seid herzlich dazu eingeladen, wenn ihr möchtet, mit dabei bleiben. Wir erstellen stehen ein Lied auf dich genommen.
Amen. Jetzt möchte ich euch gerne noch einen Text vorlesen. Für die, die mitlesen wollen, das ist im Lukas 23, 32 bis 49. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Das Volk stand dabei und sah zu, und die führenden Männer sagten verächtlich, anderen hat er geholfen, soll er sich doch jetzt selber helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm hin, boten ihm Weinessig an und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über seinem Kopf war eine Aufschrift angebracht, sie lautete, dies ist der König der Juden. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte, du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht. Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht? Wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich, sagte er zu ihm. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das Land herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten entzwei. Jesus ruft laut, Vater, in deine Hände habe ich meinen Geist gegeben. Mit diesen Worten starb er. Der Hauptmann, der die Aufsicht hatte und vor dessen Augen das alles geschah, gab Gott allein die Ehre. Dieser Mann war wirklich ein Gerechter, sagte er.
Die Menschen, die in Scharen zu dem Schauspiel der Kreuzigung herbeigeströmt waren und das ganze Geschehen miterlebt hatten, schlugen sich an die Brust und kehrten betroffen in die Stadt zurück. Alle, die mit Jesus bekannt gewesen waren, hatten in einiger Entfernung gestanden. Unter ihnen auch die Frauen, die ihm seit den Anfängen in Galiläa gefolgt waren. Sie hatten alles mit angesehen. Was für ein Vorrecht, dass wir heute an diesem Karfreitag zusammen das Abendmahl feiern dürfen. Wir haben von Matthias und Michaela eine kurze Zusammenfassung bekommen, was wir am Kreuz, was wir uns erinnern können, durch das Mal, was Jesus am Kreuz auch für uns da hat, aber durch die ganze Geschichte der Bibel. Und es ist tatsächlich so, heute am Karfreitag steht das Abendmahl und steht das Kreuz von Jesus, wo er am Kreuz gestorben ist für uns. Wie wir jetzt in diesem Bild auch können sehen, steht für uns im Zentrum. Und es ist nicht ein Zufall, dass das heute so wichtig ist, sondern ich glaube, das ist ganz zentral, was da passiert ist, wo Jesus das erträgt hat am Kreuz, den Tod, die Qualen, das Leiden, die Verurteilung, dass das nicht zufällig ist, sondern dass das von zentraler Bedeutung für unser Glaubensleben ist. Ich möchte heute in dieser Predigt, bei diesem Impuls, auf das Geschehen von Karfreitag eingehen, aber auch anschauen, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass Jesus an dem Kreuz gestorben ist, so auf eine qualvolle Art und Weise. In den letzten Tagen ist mir ganz neu bewusst worden, dass das Kreuz nicht in erster Linie um eine Verurteilung geht, sondern dass es Gottes Liebe zu uns lässt sichtbar werden. Für mich ist der Tod von Jesus, der an dem Kreuz gehangen ist und das erträgt hat, der Tod über sich hat ergehen lassen, Ausdruck von Gottes suchender, leidenschaftlicher Liebe, Suche nach uns Menschen, nach Beziehung, nach einem Gegenüber, wo er mit uns möchte zusammen leben und das Leben möchte ermöglichen. Und ich möchte heute die gute Nachricht, die mit dieser Botschaft von der Liebe zusammenhängt, euch anhand von zwei Stühlen erklären. Doch bevor ich das mache, möchte ich noch eine Vorbemerkung machen. Und zwar möchte ich einladen, dass ihr eurem Verständnis nicht das Setting oder die Situation von einem Gerichtssaal im Auge habt, wo Gott als Richter über Recht und Unrecht, Schuld und Unschuld urteilt und verurteilt, sondern dass wir viel mehr einen therapeutischen Ansatz, ein Spital oder eben so eine Pandemie, wie wir sie im Moment gerade haben mit dem Coronavirus, vor Augen haben, wo Gott uns möchte heilen, uns aus dem Zustand von der Bedrohung, von der Krankheit, von der Ansteckung zu befreien. Behaltet doch das im Hinterkopf, wenn ihr jetzt meine Ausführungen hört. Dann möchte ich jetzt die frohe Botschaft vom Kreuz, vom Evangelium, von dieser Gnade Gottes, die das Problem der Welt löst, erzählen mit Hilfe von diesen zwei Stühlen. Im Anfang hat Gott die Welt geschaffen und mit der Welt alles Leben, das auf ihr und in ihr ist. Im zweiten Schritt hat Gott den Mensch gemacht. Der Mensch als sein Ebenbild, ihm ähnlich. Und er hat die grosse Sehnsucht oder den Wunsch gehabt, mit uns Menschen in Angesicht zu Angesicht eine Liebesbeziehung zu leben und zu pflegen. Aber Gott, weil er Liebe ist, hat gewusst, dass Liebe immer eine freie Entscheidung ist. Und so hat er uns Menschen den freien Willen gegeben, dass wir eine echte Wahlmöglichkeit haben, ob wir die Liebesbeziehung zu Gott haben oder nicht. Und es ist nicht lange gegangen, da hat sich Adam und Eva entschieden, einen eigenen Weg zu gehen. Und nach Adam und Eva, Kain und Abel und Generation für Generation in der Bibel und der Geschichte der Welt können wir davon hören. Was hat Gott gemacht? Hat Gott in Anbetracht von dieser Auflehnung, von dieser Sünde, die als Folge einfach auch Unheil über die Welt gebracht hat, Krankheit, die Spaltung
über die Welt gebracht, Beziehungen, die auseinandergebrochen sind. Und das Unrecht, das wir damit begönnt, einander gegenüber, aber auch Gott gegenüber, hat er das sühnen? Nein. Was ich in der Bibel sehe, ist ein Gott, der sagt, hey, da bin ich. Adam, Eva, wo seid ihr im Garten? Warum habt ihr euch versteckt? Er ist zu Kain hingegangen und gesagt, hey, die Sünde lauert von deiner Tür. Und ist wieder gekommen und hat gesagt, steig wieder in die Beziehung. Wo ist die Brüder? Was ist passiert? Dann hat sein Segen auf ihn gelegt. Und so lesen wir durch das ganze Alte Testament durch, wie wir Menschen und auch heute immer noch uns immer wieder von Gott abwenden. Und Gott ist ein Gott, der uns immer wieder sucht. Der sich uns immer wieder nähert, der uns immer wieder Versöhnung anbietet. Und dann drehen wir uns wieder weg. Und Gott geht uns nach. Er führt uns aus Ägypten. Er gibt uns Gebote, um ein Leben zu regeln, wo in der Fülle kann sein kann. Wo in der Beziehung wieder gelingen kann. Aber wir Menschen, wir wenden uns wieder davon ab. Bis Gott schlussendlich entscheidet, ich will selber Mensch werden. Und er kommt in der Person von Jesus Christus auf die Welt und er wird selber Mensch, einer von uns. Und so war Jesus der erste vollkommene Mensch gewesen, seit Adam und Eva. Und das war für uns Menschen gar nicht so einfach gewesen, einzuordnen. Für einige von uns war er sehr fremdartig, fast ein bisschen freakig, außerordentlich, außergewöhnlich gewesen. Er hat uns mit unserer Unvollkommenheit, mit unserem lieblosen Herz konfrontiert. Und er ist sogar für viele von uns zu einer Bedrohung geworden. Was hat denn Jesus gemacht? Jesus hat uns nicht nur gelehrt, dass wir den Vater lieben sollen. Er hat uns auch gezeigt, dass wir unsere Nächsten lieben sollen. Uns selber und sogar unsere Feinde. Jesus hat ganz stark die Meinung vertreten, dass jeder Mensch ein Recht auf Leben und eine Würde hat. Egal, ob er krank oder gesund, Mann oder Frau, erwachsen oder Kind ist. Oder ob er zum Volk Israel gehört oder nicht. Jesus Christus war der, der sich gegen jede Form von Frömmigkeit und Religiosität widersetzt hat. Er hat jedem Joch und jedem Gesetz, das die Pharisäer versucht haben, im Volk aufzulegen, die hat er gebrochen. Jesus war ganz ein anderer Typ. Die Botschaft von Jesus war eine andere. Er hat alle Menschen willkommen geheissen. Ob sie krank oder gesund sind, ob sie zu der Gesellschaft gehört haben oder nicht. Er hat keinen Unterschied gemacht. Und so hat er mit seiner Botschaft alle erreicht. Selbst die damals durch die Gesetzlichkeit, durch die Religion nicht erreicht worden sind. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen von so einer Person, die von Gott abgewendet gelebt hat. Es war eine Ehebrecherin. Sie haben die vor Jesus gebracht und gesagt, schau, wir haben sie in flagrante verwünscht. Das Gesetz von Moses sagt, wir sollen sie steinigen. Was sagst du dazu? Jesus hat sich runtergebückt, hat in Sand geschrieben. Dann hat er den Mob, der bereit war, mit den Steinen in den Händen, angeschaut und gesagt, der von euch ohne Sünde ist. Der nicht betroffen ist von dem Virus, von dieser Krankheit, die Zerstörung bringt, der soll der erste Stein werfen. Der von euch unschuldig ist. Und die Menschen sind auseinandergegangen und einer nach dem anderen heim. Dann schaut Jesus die Frau an. Dann fragt sie, was sind deine Ankläger? Hey. Und sie sagt, sie sind verschwunden. Sie sind weg. Und Jesus sagt, auch ich verurteile dich nicht. Gang und sündige nicht mehr. Er sagt ihr, alles was war an Schuld, an Sünde, das ist Vergangenheit. Gang, sündige nicht mehr. Gang nicht mehr zurück zu dem Mann. Gang nicht mehr zurück in die Sünde, in die Krankheit, die dir wieder befallen will, sondern lebe ein neues Leben. Jesus hat nicht nur dieser Ehebrecherin, sondern allen Menschen eine klare, frohe Botschaft verbreitet, die bestanden hat aus 3 Teilen. Der erste Teil sagt Jesus, ich verurteile dich nicht. Von mir hast du keine Anklage zu befürchten. Er sagt, ich nehme dich so an, wie du bist, mit offenen Armen. Du bist genug für mich.
So wie du jetzt bist, möchte ich eine Beziehung haben mit dir. Du musst dich nicht verändern. Und als Ausdruck von dieser Liebesbeziehung, wo er dir annahm, wo er uns Freude, Frieden und eine Identität schenkt, wie wir es uns nicht vorstellen können. Und der dritte Punkt, Jesus lässt uns ein, nimmt zurück unter den Fluch, unter die Sünde, unter die Krankheit zu gehen, sondern neu in einem Leben mit Gott, dem Vater, versöhnt. Mit unseren Mitmenschen in einer Gemeinschaft, in einer versöhnten Gemeinschaft zu leben. Das ist das Evangelium, wo Jesus jeder Kreatur predigt hat, jedem Mensch, dem er begegnet ist, die Liebe und die Annahme. Für uns Menschen war das Überforderung. Wir haben nicht gewusst, wie wir damit umgehen wollen. Das bedeutet einen totalen Kontrollverlust. Wir haben es nicht in der Hand, Gott zu besänftigen. Wir können nichts machen, dass Gott uns mehr liebt oder weniger liebt. Auch die Obrigkeit und die Führer vom damaligen Volk Israel haben gemerkt, wenn das wahr ist und dass die Leute davon glauben, dann verlieren wir an Macht. Und so ist es dazu gekommen, dass wir Jesus gekreuzigt haben. Jesus ist gestorben, weil wir mit seiner Botschaft nicht klargekommen sind, mit dieser Botschaft der Liebe. Und Jesus hat den ganzen Hass und Zorn, die ganze Ablehnung, jede Form von Schmerz, jede Form von Angst an dem Kreuz erträgt. Er hat den Hass erträgt. Er hat Qualen erträgt. Gewalt. Alles hat er erlitten. Ohne irgendein Wort von der Anschuldigung. Nein, im Gegenteil. Die Botschaft von Jesus war, oder sein Gebet am Kreuz, im Lukas 23, Vers 34. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn wir Jesus am Kreuz sehen und das Kreuz für einen Moment vergessen, dann sehen wir, wie Jesus mit ausgestreckten Armen an dem Kreuz hängt. Uns zugewandt bleibt. Das erinnert mich an den Vater vom verlorenen Sohn, der mit offenen Armen Versöhnung will, Begegnung will, Beziehung will und das uns einlässt zu dem. Jesus am Kreuz hat all unser Unheil erträgt, sodass du und ich eine Beziehung mit Gott, dem Vater, haben können. Und das verdanken wir seinem Tod am Kreuz. Das hat er möglich gemacht. Darum ist das ein Fest der Freude. Einer, der die Botschaft der Liebe von Gott am Kreuz verstanden hat, war der Johannes. Und darum schreibt er mehr als jeden anderen in seinem Evangelium und in seinen Briefen über die Liebe. Und es ist kein Zufall, dass Johannes im 3. Kapitel, Vers 16 schreibt, so sehr hat Gott die Welt, uns Menschen geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat, damit er alle Schuld auf sich nimmt und erträgt. Damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott will nicht, dass wir bis in alle Ewigkeit unter dem Fluch der Sünde leben müssen, der unser Leben zerstören will. Sondern Gott möchte, dass wir eine Beziehung haben dürfen. Ewiges Leben. Leben im Überfluss. Und das ist nicht eine Vertröstung aufs Jenseits. Leben und ewiges Leben redet davon von einer Qualität von Leben, die wir schon heute und jetzt dürfen anfangen, in einer Beziehung mit Gott zu entdecken. Und das ist die Einladung vom Kreuz an uns. Jesus, der Unschuldige, Tötete, hat für uns Schuldigen die Last abgenommen und die Arme in der Versöhnung ausbreitet, damit wir in die Beziehung eintreten können. Und das ist für mich der Höhepunkt von Gottes suchender Liebe, von seiner leidenschaftlichen Suche nach Beziehung mit uns Menschen. Ich möchte für uns beten. Vater, ich möchte dir einfach danken für deine grosse Liebe. Die Liebe, die alles übersteigt, was wir uns vorstellen können. Und ich bitte dich, dass wir ganz neu an dem Karfreitag, aber auch in dieser Osterzeit und in den kommenden Wochen dürfen deine Liebe zu uns entdecken. Dass wir nicht das Bild von einem Richter haben, sondern das Bild von einem Arzt, von einem Heiland, der kommt, um uns zu erlösen. Und Jesus, wenn wir noch keine Beziehung zu dir haben. Vielleicht ist es heute Morgen dran, dass ihr mit mir betet,
Jesus, wir wollen dieser Liebe eine Chance geben in unserem Leben. Komm du und beweist du uns noch eine neue Liebe. Amen. Und wisst ihr was? Das Beste ist, die Geschichte ist noch nicht fertig am Karfreitag. Ich möchte dich ermutigen, am Ostersonntag einzuschalten und in meiner nächsten Botschaft, Videobotschaft, werde ich euch die Geschichte mit diesen Stühlen noch fertig erzählen. Vater, ich danke dir für den Morgen, ich danke dir für das, was du geredet hast, was du bewirkt hast in unserem Leben, in unserem Herzen. Und ich bete für all die, die alleine sind, die einsam sind. Ich bete für all die krank sind
Und ich bete auch für all die, die betroffen sind von Angst, die irgendwie Hoffnungslosigkeit ist, reinkommen. Und wir sprechen dort deinen Frieden rein, Vater. Und wir sprechen dein Licht rein und deine Hoffnung. Und so wollen wir unseren Blick auf dich richten. Und wir wollen wissen, wir sind abhängig von dir, Vater. Wir sind abhängig von deiner Liebe, von dem, was du hast da am Kreuz für uns. Und wir wollen mit offenen Händen vor dich kommen und das empfangen und ja, einfach in deiner Nähe sein. Und so bete ich, dass auch du gerade überall nahe bist, wo wir dich brauchen. Amen. Merci vielmals, seid ihr dabei gewesen bei dieser Karfreitagsfeier. Es geht weiter. Mit Karfreitag ist das Werk noch nicht vollendet, wie wir wissen. Und zwar werden wir Ostern zusammen feiern. Und für das lade ich euch ein, am Sonntag einzuschalten, an Ostergottesdienst von der Allianz, wo wir gemeinsam die Auferstehung von Jesus werden feiern. Und jetzt möchte ich euch entlassen mit dem Abschluss sagen und wünsche euch ein ganz kostbares und freudiges Osterwochenende. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und schenke dir seinen Frieden. Amen. Seid gesegnet und geniesse die Zeit miteinander.